willkommen zur Pressekonferenz der Bewegung Südtiroler Freiheit zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Ich darf alle Vertreter der Medien begrüßen. Nun wird Sven Knoll kurz vorstellen, das Thema doppelte Staatsbürgerschaft und die Initiativen und Aktionen der Bewegung Südtiroler Freiheit. Ja, das Thema doppelte Staatsbürgerschaft wird ja jetzt seit einiger Zeit in Südtirol recht intensiv diskutiert. Wir haben festgestellt, dass es eigentlich zu einem großen Teil in der Bevölkerung positiv aufgenommen wurde, auch von Seiten der Parteien. Es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass ein Thema die Zustimmung von allen deutschsprachigen Parteien, auch von der Südtiroler Volkspartei, zu einem doch eher volkssozialistischen Thema findet. Und wir haben einfach gesehen, dass hier Aufklärungsarbeit ist. Wir haben als Südtiroler Freiheit in den letzten Wochen und Monaten intensive Gespräche mit allen im österreichischen Parlament vertretenen Parteien geführt. Wir haben auch Gespräche mit allen Landtagsparteien im Tiroler Landtag geführt, aber auch durch Informationsabende in Nord- und Osttirol den Kontakt mit den Bürgern selbst gesucht, wo wir immer wieder auf das Thema doppelte Staatsbürgerschaft zu sprechen kamen. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass, wie man so schön sagt, durch die Bank eigentlich grundsätzlich dieses Thema wohlwollend aufgenommen würde. Aber wir haben einfach gesehen, dass diese ganze Informationsarbeit, die notwendig wäre, nicht gemacht wurde und dieses Thema doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich letzthin wieder eingeschlafen ist. Wir empfinden dieses Thema als zu wichtig, um hier einfach untätig zu bleiben, und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, nun selbst aktiv zu werden und haben eine Plakataktion gestartet mit dem Thema eben für unser Südtirol die österreichische Staatsbürgerschaft. Eine gleichnamige Informationsbroschüre, wo eben die wichtigsten Argumente aufgelistet sind. Was bedeutet eigentlich österreichische Staatsbürgerschaft für die Südtiroler? Welche Vorteile bringt es, gerade im Arbeitsmarkt zum Beispiel? Es gibt eine Reihe von Berufen in Österreich, wo man die österreichische Staatsbürgerschaft braucht, wenn man diesen Beruf einschlagen möchte. Als Südtiroler könnte man das heute bereits nicht. Es gibt aber einen sehr gewichtigen politischen Grund, der für die doppelte Staatsbürgerschaft spricht, und das ist die Schutzmachtfunktion. Sie wissen, es wurde letztes Jahr auch darüber diskutiert, die Schutzmachtfunktion in der österreichischen Verfassung oder eben in der Präambel zu verankern. Das ist etwas, das wir grundsätzlich natürlich sicherlich auch unterstützen. Wir möchten aber auch davor warnen, zu viel Hoffnungen da reinzusetzen, denn die Verankerung, sei es nun in der Verfassung oder in der Präambel, ist eigentlich nichts mehr als eine Willensbekundung. Rechtlich resultiert daraus gar nichts. Das heißt, und das haben wir ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn Italien irgendwo etwas von der Autonomie nehmen wollte oder den Rechten der Südtiroler etwas nehmen wollte und Österreich hat diesbezüglich in Rom interveniert, dann hat Italien immer wieder dieses Argument aus dem Sack gezogen, das geht euch eigentlich nichts an, denn die Südtiroler sind italienische Staatsbürger und damit ist Südtirol eine rein inneritalienische Angelegenheit. Und aufgrund dieses Argumentes hat sich natürlich auch Österreich schwer getan, diese Schutzmachtfunktion international auszuüben. Hätten die Südtiroler die Möglichkeit, die doppelte Staatsbürgerschaft anzusuchen und somit wären sie auch österreichische Staatsbürger, könnte Österreich natürlich auch international wesentlich besser diese Autonomie, diese Schutzmachtfunktion ausüben für die Südtiroler Autonomie, weil die Südtiroler dann ja auch eigene Staatsbürger wären und somit Österreich natürlich das Recht hätte, sich für die Rechte der eigenen Staatsbürger einzusetzen. So viel zur Informationskampagne. Nun geht es aber darum, konkrete Schritte in die Wege zu leiten, damit man auch die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen kann. Wir werden eine Bürgerinitiative starten. Das heißt, eine Bürgerinitiative ist eine Möglichkeit im österreichischen Parlament, ein Anliegen direkt zu unterbreiten. Wenn man eine notwendige Anzahl an Unterschriften sammelt, kann man eben diese Forderung direkt ans Parlament stellen. Wir haben uns gesagt, es wäre wichtig, dass eben eine solche direkte Bürgerinitiative gemacht wird, um eben dem Parlament und den Politikern zu signalisieren, dass das eben nicht nur ein Anliegen von Seiten der Politik ist, sondern auch ein Anliegen der Bevölkerung ist. Ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass niemand durch die doppelte Staatsbürgerschaft etwas verlieren würde. Es wurden hier Vergleiche mit einer Option gemacht, die absolut unzulässig sind, und das würde ja niemandem aufgezwungen. Jeder, der das will, könnte freiwillig die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. Wer sie nicht haben will, braucht sie nicht beantragen. Es würde niemandem etwas aufgezwungen. Wir möchten wirklich darauf verweisen, dass Italien hier vorbildlich ist. Italien hat ein vorbildliches Staatsbürgerschaftsgesetz für seine eigenen Minderheiten. Im Jahr 2006 hat Italien allen Auslandsitalienern die Möglichkeit gegeben und damit natürlich auch den italienischen Minderheiten, gerade in den Gebieten in Istrien herum, die italienische Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Und wenn Italien doch selbst einen eigenen italienischen Minderheiten und im Ausland lebende Italiener diese doppelte Staatsbürgerschaft gewährt, könnte doch Italien wirklich nichts dagegen haben, wenn genau dasselbe jetzt Österreich für seine eigene österreichische Minderheit geben würde. Und ich denke, dass es daher wichtig ist, dass man dieses Thema wieder zum Gegenstand der Politik macht und hier wirklich auch jetzt konkrete Schritte in die Wege leitet. Wir haben gesehen, jetzt gerade zum Thema Ortsnamen, wie die Verhältnisse zu Rom sind, wie notwendig hier auch eine Absicherung ist. Und ich denke, dass das eine gute Möglichkeit wäre. Und deswegen werden wir eben mit ganzer Kraft in den nächsten Monaten dieses Thema vorantreiben.